Also die erste Geschichte, willkommen zurück zu Star Citizen. Die zweite Geschichte, wir haben einen Tag, nachdem ich diese ominöse Twitter-Nachricht kommentiert habe, hier, Tomorrow Doppelpunkt Idris von CIG, also vom Original CIG Twitter-Account. Und ja, wie sie gesagt haben, tatsächlich ist jetzt the day after tomorrow, kann man sagen. Es gab einen kleinen Patch und es wurde ein neues Event angekündigt auf der Homepage. Und dieses Event möchte ich euch als allererstes mal zeigen. Wie ihr seht, ich stecke hier in so einer Ninetales-Uniform. Da gehöre ich auch rein, weil das Event passt ordentlich dazu. Der ganze Server bereitet sich jetzt nämlich darauf vor, einen Großkampf zu führen. Wir gucken mal nach. Ja, bis jetzt haben wir noch nichts gesehen. Einen Großkampf zu führen. Ich hoffe, ich bleibe in-game. Ich bleibe mal hier stehen. Wobei, ich mache mal erstmal eine Sache. Bevor ich euch das Event zeige, zeige ich euch mein Schiff der Wahl. Meine Klamotten der Wahl habe ich euch ja schon gezeigt. Mein Schiff der Wahl für dieses Event wird folgendes sein. Da ist er, die F8 Lightning natürlich. So, es hat etwas mit der Idris zu tun. So viel kann ich euch schon sagen. Und natürlich mit dem Interieur der Idris. Aber erstmal fliegen wir, damit wir uns da verortet haben. Die gute Lightning, die ich übrigens ein bisschen umgebaut habe, für diesen Zweck fliegen wir die erstmal hoch nach Everest Harbor und verorten uns da. Das ist eher die erste Geschichte. Ich bin relativ spartanisch ausgestattet. Ich habe, wie gesagt, ein paar Handfeuerwaffen, ein Healing Tool, einen Traktorstrahl und eine Billigrüstung. An die F8 Lightning, F8C Lightning habe ich rangebaut. Nur Laserwumsen, das sind komplett alles Laserwumsen dran. Ich glaube, die Tiger Strike oder Light Strike, entweder 2 oder 3, je nach Aufhängung. Sag mal, wie kann man nochmal hier rein? Ich flieg das Ding doch nicht so häufig. Halt mal, da ist es. So, Enter Pilot Seat. So, rein da, Herr Fleck. So, warum dieses Ding? Weil es halt einfach in Sachen Wendigkeit und in Sachen Geschwindigkeit und in Sachen Kampfkraft fast unvergleichbar ist. Und weil ich ein Schiff brauche, was in der Lage ist, theoretisch auf einer Idris zu landen. Und ich nehme mal an, dieses Ding hier ist theoretisch in der Lage, auf einer Idris zu landen. Das ist die zweite Voraussetzung. Also wir brauchen etwas Mittel, wir brauchen etwas Kleines und wir brauchen etwas, was Wumms hat und was schnell genug ist. So. Und ein bisschen was aushält. Und ich denke mal, da kommt das Ding ja ganz gut in Frage. Oh, jetzt müssen wir mal warten, bis hier die Tür aufgeht. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, wir können nach oben. Jetzt ist auch noch Nacht hier. Naja, macht ja nichts. So. Alle hopp nach oben und huhu. So, los geht's hier. In der schicken F8 Lightning. Probieren gleich nochmal die Waffen aus. Ich gucke hin und wieder mal in Chat, weil ich natürlich wissen möchte. It's a streamer mission, lol. Audit, Cold Story Bro. Ja, noch nichts. Dieses Event ist, glaube ich, nicht automatisiert, sondern wird von den Devs oder von Entwicklern von CIG selbst gesteuert und geflogen und gespielt. Und deswegen denke ich mal, wird irgendwas im Chat passieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also da wisst ihr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier hochlade, schon wesentlich mehr. Aber wir gucken gleich mal. Ich verorte mich jetzt, wie gesagt, erstmal auf der Raumstation, die irgendwo ist. Ist es das? Nee, das ist ein Planet. Wo ist die olle Raumstation? Sieht sie wer? Ich sehe sie nicht. Dann setze ich jetzt halt Punkt drauf, einen Marker drauf, ist auch okay. So, vielleicht wird das Event auch so gemacht, dass es irgendwo einen Marker gibt auf der Karte, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich werde garantiert sterben, insofern werden wir uns jetzt erstmal dahin begeben. Und werden uns verorten. Und dann zeige ich euch da das Event. Dann kann ich mich da nämlich eventuell wieder gleich einloggen. So, kurz einen Waffencheck. Jo, sieht gut aus. Wunderbar. So, warte mal, wie viele Kondensatoren hat das Ding? 20. Okay. Ist natürlich alles ungegimbelt. Wer sich das fragt. Und lassen wir auch so. Plaus, 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 plaus. Sehr schön.
So, wir jitten da jetzt erstmal hin. Ich sollte eigentlich den Chat offen lassen. Aber ich glaube, da passiert im Moment noch nichts. Das Event soll laufen vom 23. bis zum 27. laut der E-Mail. Genaues ist da allerdings nicht vermerkt gewesen. Wann genau, wo genau, wie genau, weshalb genau. Ihr merkt schon, ich spanne euch ein bisschen auf die Folter. Deswegen sind wahrscheinlich alle so ein bisschen aufgeregt. Vorhin haben sie im Chat auch schon gedacht, wann geht's los? Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Wie ist denn der Plan, wenn es losgeht? Es war sehr spaßig. Keiner weiß genau, nix. Nein. Please proceed to assigned landing bay. Ich will jetzt erstmal landen. So, wer hat mich jetzt scannt? Keine Ahnung. Wo soll ich denn landen? Please assign to assigned landing bay. Where there is this. Okay. So, dahin fliegen wir. Ich denke mal, die Leute sind hier auch alle dabei, sich gerade so ein bisschen vorzubereiten. So, anhalten. So, wir gehen. So, runter. Jo, da wollen wir hin. So, und jetzt landen wir hier quasi wieder eins. So, ich mache jetzt gar nichts. Ich lasse mich jetzt einfach absacken hier. Ich hau mir jetzt einen Absacker rein. Guckt euch diese perfekte Landung an, ja, wenn ich das mal zeigen darf. War fast noch ein bisschen zu schnell beim Runtergehen, ne? Da können wir gleich noch ein bisschen bremsen. So. Guckt euch diese Landung an. Wie eine Eins, als hätte ich das geplant. So, raus hier. Damit wären wir hier verortet. Nee, stimmt noch gar nicht. Wir sind hier noch gar nicht verortet. Also, wir müssen uns ja noch. Was ist das für ein Knubbel? Soll ich das Tau befestigen oder was? Egal. So. Da geht's zu. Ist auch kein Verrückter, der auf mich schießt. Und jetzt verorten wir uns noch hier in der Krankenstation. Und dann sind wir vorbereitet für das Eidris-Event. Ah, jetzt habe ich es verraten. Naja, ihr wisst es natürlich, logischerweise schon. Und dass es was mit der Eidris zu tun hat, wisst ihr auch schon. Da brauche ich nichts zu sagen. Aber das genaue Event zeige ich euch gleich. Ich fand eigentlich schade, dass er dazu kein, wie heißt das, kein Trailer oder sowas gemacht haben. Das hätte ich noch richtig cool gefunden. Aber sie haben es nur schriftlich angekündigt. Da hätte sich eigentlich ein Trailer gut angeboten. Wobei, es gibt so ein paar hübsche Mini-Trailerchen, so als Hintergrundgrafik zu laufen. Warte mal, wo mussten wir da? Es ist jedes Mal dasselbe. Ich verpeile jedes Mal, wo man sich verorten kann. Also das nicht, das ist der Check-in. Ich will aber nicht Check-in, ich will mich verorten. Das ist der Dings zum Verkaufen. Da ist es. So, hier, Regeneration. So, dann machen wir hier Transfer Imprint. Confirm. So. Jetzt sind wir hier verortet. Jetzt kann ich mich hier in die Gegend stellen und kann mir die Sache angucken und kann umschalten auf die Homepage. Das gibt für euch mal ganz kurz einen kleinen. Schwupps, da sind wir. Ganz kurz kleinen schwarzen Bildschirm. CitizenCon 2954 Save the Date, das ist klar, das habe ich glaube ich schon habe ich schon gesagt, das ist die Ankündigung, wie viele Tage, wie lange es noch bis das CitizenCon ist, wo wir eine ganze Menge erwarten, ja, Stichwort Woche 42 und so, aber wir gucken mal, Save the Date in 237 Tagen, aber das ist es natürlich nicht. Es ist ein anderes Event und zwar ist es das Event Capture the Eidris. Und da sehen wir jetzt nicht mehr im Hintergrund, ja, da sind irgendwelche Leute auf der Eidris gelandet, da gibt es ein Feuergefecht sondergleichen, ja. Da wird in den Gängen gekämpft und dann darf man sich auf den Sitzplatz der Eidris setzen. Also, das Event läuft folgendermaßen ab. Das Event ist angekündigt als ein beabsichtigtes Boarding-Event für die Eidris. Das heißt, man soll die entern, man soll die kapern. Dafür, mehr ist da nicht klar. Also da wurde nicht gesagt, ob man die erst lahm schießen muss, ob die einfach nur so im Raum herumtreibt und die Hangartore sind offen. Das ist alles nicht klar. Ich denke mal, das werden wir rausfinden müssen.
Zumindest ist es mir derzeit nicht klar. Auf jeden Fall wird dieser Eidris bemannt sein mit realen Menschen, also mit CIG-Devs. Und man, die wehren sich dann natürlich. Und man soll, das ist so ungefähr Ziel dieses Event, die Spieler sollen die Möglichkeit haben, so eine Eidris, und zwar eine voll ausgebaute, mit komplettem Interieur, eine Eidris zu erobern und dann natürlich auch zu fliegen. Und keine Ahnung, wie lange sie, ob sie dann irgendwann despawnt oder ob, naja, sie wird wahrscheinlich nur bis zum Server-Reset halten. Und auf jeden Fall können sie dann mit der Eidris rumfliegen. Und wann diese Eidris aber auftaucht, wo sie auftaucht, wie dann die die rundherum die Konditionen sind, wie also, ob es da Begleitschiffe gibt aus KI, die quasi die Eidris verteidigen, ob die Eidris wehrlos ist und einfach nur darauf wartet, gebordet zu werden, ob die erst lahmgeschossen werden muss, ob die Hangartore offen oder zu sind, wie man sie aufkriegt, das ist alles nicht gesagt worden. Ja? Hier steht auch nur, Oktober werde Blast, bla bla, Epic Chase, the Secure, Legendary, so we can get into the Mist, bla, Promise, Biggest, yeah. Also das ist alles, was dazu bekannt ist, und da steht nicht viel. Ja, da steht einfach nur nearly finishing complete interior, but you don't have to take it from us first, we are going to without a fight. Also ihr müsst es uns schon wegnehmen, wir werden nicht kampflos aufgeben. Mehr steht da nicht. Das ist alles, was dazu da an Info da ist, außer dass es bis zum 23. bis zum 27. läuft. So, und jetzt wartet natürlich jeder so ein bisschen darauf, wie funktioniert das. Da haben wir noch so ein paar Bilder, glaube ich, eine gelandete Address, ne? Und dann haben wir natürlich, ich meine, CIG, wenn sie nicht ein Event mit Verkauf Contest-Details, achso, dann gibt es auch noch einen Contest, da kann man eine Eidris gewinnen, ja, da, wer da was wissen will, kann hier hingehen, ich weiß gar nicht, was man da machen muss, genau, hier, da soll man entweder seine Crew zeigen, wie man sich auf die Mission vorbereitet oder wie man in Formation fliegt oder wie man sich auf die Attacke vorbereitet oder wie man gerade im Kampf ist oder wie auch immer, ja? Also man soll so quasi irgendwelche Sachen abliefern, und wer gut mit Screenshots, also mit Bearbeitung von Screenshots ist, der kann das gerne mal probieren. Der kann dann eine Eidris gewinnen. Da haben wir auch coole Bilder. Ich frage mich echt, ob es im Hangar dann dieses Geballer gibt. Also ob man dann wirklich in die Hangars reinfliegen kann. Und deswegen habe ich mir übrigens ein kleines Schiff geholt, weil, ja, wegen den Hangars, ne? Ich frage mich allerdings, wenn da, lass mal 10 Spieler und dann versuchen 10 Spieler mit kleinen Schiffen in den Hangar reinzukommen. Das ist natürlich eine lustige Sache. Außerdem gibt es die Eidris B zu kaufen, und zwar hier in den Wellen 1, 2 und 3 am 23. Februar, also gestern quasi, am 24., nochmal am 24. Februar, einmal am 0 und einmal am 8 Uhr. Ich habe da keine Ambitionen, aber wer eine Eidris kaufen will, der kann ja den F5-Krieg mitmachen. Und dann gibt es natürlich hier Capship-Stoppers, also Großschiffbekämpfer, da stimme ich bei der Ares Inferno zu, und dann stimme ich aber schon nicht mehr zu, weil die Carrick was zum, warum? Wegen der Krankenstation, falls man stirbt, oder warum? Keine Ahnung. Also die Carrick ist natürlich kein Cap-Ship-Stopper, die Cutlass Blue vielleicht auch nicht so wirklich, die Gladius, naja, die ist ein Cap-Ship-Ärgerer, die Hawk auch, und die Eidris P kann man kaufen, die ist definitiv ein Cap-Ship-Stopper. Die Mantis, ja, vielleicht hindert die am Springen, die Antares sicherlich auch. Mit dem könnte man natürlich das Schiff ausschalten, ne? Die Sentinel. Das sind vielleicht schon so Hinweise. Ja? Hier mit den EMP-Geschichten das Ding stoppen, und dann ne? Könnte man mal überlegen. So, und dann haben wir hier noch die so ein paar Goodies zu kaufen. Und dann haben wir hier noch eine Mantis Warbond Upgrade und eine Anvil Hawk Warbond Upgrade und eine Sentinel Warbond Upgrade. Also das ist so der Verkaufsschlager drumherum. Jetzt gehen wir wieder ins Spiel, bevor ich rausfliege. So, da sind wir wieder. Wir gucken kurz in den Chat, da ist natürlich nichts. Man fragt sich, wir können ja mal reinschauen. So, guys, when and where does this Eidris thingy start? So, stellen wir uns mal die provokante Frage rein. Vielleicht weiß ja jemand mehr als wir. So, wir sind hier verortet. Das heißt, ich kann mich quasi schon mal in mein Schiffchen setzen. Guten Tag, der Herr. Und kann schon mal so ein bisschen rumfliegen. Wir können ja ein paar Missionen machen. Vielleicht gibt es ja dann... Ich meine, man weiß ja nicht, wann das auftaucht. So, wir packen die nochmal ganz kurz rein. Und holen sie wieder raus. Your vehicle has been delivered. Please visit us again.
kinda looking for combat and then you know getting the cargo. Ach so, das ist was anderes. Wo habe ich das Ding jetzt hingepackt? Keine Ahnung. Nochmal kurz gucken. Store. Wo ist denn die jetzt? Hangar 3. So. Hangar 3. Dann fliegen wir damit rum, machen wir erstmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen Bounty und warten, harren der Dinge, die da kommen mögen. Ich habe jetzt gar nichts zu trinken dabei. Das sollten wir noch machen. Essen und trinken. Also das wäre das Schlimmste, was dir passieren kommt. Kommst auf der Idris an, überlebst das irgendwie als Mr. Fleck, ist das ja schon ein Wunder. Und dann verdurstest du da. Das wäre fatal. For Idris Info, click on the post in the launcher. Mhm. Klicke on the post in the launcher. Können wir gleich mal machen. Quick buy. Das Ding hier. Kann man das nicht? Carry Store. So, das Ding auch hier. Quick Buy. Store. Und jetzt noch zwei Wasserflaschen. Hat einer irgendeine leere Wasserflasche daneben gepackt? Nimmst du das jetzt mal? So. Store. Dann nehmen wir mal drei mit. Medizin haben wir dabei. Eigentlich haben wir alles dabei. Jetzt haben wir auch Happy Happy und... Ja, komm, nehmen wir... Kannst du mal die Pulle da wegnehmen? Nimm die jetzt nicht. Nimm die jetzt. Okay, kommen wir gerade nicht ran. Ich kann mir auch sowas hier nehmen. Geht auch nicht. Haben wir gerade ein 30k oder was ist das hier? Mal sowas hier. Ach, jetzt hat es geklappt. Okay. Store. Noch eine. So, und damit hätten wir, glaube ich, erstmal genug. Nein, nicht Place. Ah. Kann man eigentlich diesen Place wieder rückgängig machen? So. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir alles haben. Ja, sieht gut aus. Zwei Flaschen davon, zwei Flaschen davon. Okay, ist gut. Kann losgehen. Hätte er mir aber auch sagen können, wo das ist. Statt dass er mir hier... Okay, dann switcht nochmal kurz mit mir zurück auf meinen Desktop. Da ist der Launcher. Capture the Idris. Ja, wenn er das meint, das haben wir uns gerade angeguckt. Aber das meint er nicht. Also wenn er das meint, da steht ja nur, dass man ihn das abnehmen muss. Okay, können wir uns sparen. Also ab in Hangar 3. So. Und dann machen wir halt erstmal ein bisschen Bounty Hunting oder sowas. So, also können wir mal kurz reinschreiben. To be honest, on the info post, it only says I have to take the Idris from the depths. Not when and where. So I suppose nobody knows. So. Los geht's. Zack. Oder aber ich habe wieder was Grundlegendes überlesen. Das möchte ich ja bei mir auch nicht ausschließen. Ach so, eingebaut habe ich, hatte ich das schon erwähnt? Ja, hatte ich schon erwähnt, Laser Cannons. Und zwar
Die volle Anzahl, 9 Stück oder 8 Stück? 8 Stück. So ein schönes Schiff. Guckt euch das an. Damit mir die Munition nicht ausgeht. Piu, piu. Schon derbe. So, und jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, wir werden noch keine... So, I bet the devs have great fun flying and defending the Idris. Ja, wo? Wo? So, wir sehen hier also nichts auf dem Radar, da ist nichts. Und wir sehen auch nichts. Sicherheitshalber gucken wir mal hier rein, ob da irgendwas ist. Wenn, dann ist es ja Priority, Research, Investigation, Salvage. Service Beacon vorsichtshalber mal drauf geguckt, da ist aber auch nichts. Mercenary, wir nehmen mal an Call to Arms. So. Bounty Hunting, denke ich mal, ist auch nicht. Da ist nur das Tracker-Permit, das können wir gleich mal kurz machen. Spaceship Time Trial, ja, wir machen kurz das Tracker-Permit, weil wir sonst nichts zu tun haben. So, da gehen wir mal auf Track, weil wir wollen ja den Tracker-Permit starten. So, und dann fliegen wir mal, machen wir erstmal hier ein paar harmlose Sachen wie... da hinten müssen wir. Ach, zum Glück. Nee, es ist schon wieder. Naja, gut, dann fliegen wir halt. Warte mal, wo ist es? Hier? Neutralize, jo. Ja, wir müssen erstmal nach Crusader. So, zum Glück hat die so einen schnellen Quantum Drive hier. So, los geht's. Zip. Ja, das Ding müsste definitiv auf eine Idris passen, oder? Ich meine, es ist etwas breit. Es ist breiter als eine Gladius, ich glaube ja. Ich glaube, es ist breiter als eine Gladius. Aber ich denke mal, es passt trotzdem. Passt trotzdem auf eine Idris. Würde ich behaupten. Ja, wenn wir da die Bilder gesehen haben, gut, wir haben auf der Bilder gesehen, Gladius haben wir drauf gesehen, wir haben natürlich hier eine Pisces ist drauf gelandet, aber ich glaube auch eine Scorpius ist auch drauf gelandet. Also ich glaube, weil die kann sich gut einklappen, das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, okay, 150.000 ungefähr pro Minute. Sie ist nicht ganz so super schnell, aber es reicht aus. Ich hoffe ja, ich meine, ich erwarte ja gar nicht, ich bin ja so ein Mensch, der ist da nicht so ganz dahinter, ich erwarte ja gar nicht, dass ich die Idris boarde und vor allem, dass ich sie fliege, aber ich würd das Event gerne sehen. Also ich würde es mir zumindest von außen mal angucken und schauen, was habt ihr denn da getrieben, was macht er denn da? Wenn ich ganz wahnsinnig tolles Glück habe und meine anderen Mitspieler hier, die sich auch auf dem Server befinden, die Devs in 0,x ausschalten dann und dann nicht jeden umbringen, der auf dem Ding landet, dann vielleicht habe ich da ein irrsinniges Schwein und schaffe es auf die Idris, wo mich da wahrscheinlich irgendjemand sofort erschießen wird. Aber das sind so meine ersten Pläne. Also erstmal das Ding überhaupt sehen, die Idris, eine Dev-gesteuerte Idris und dann gucken wir weiter. Bin eigentlich recht optimistisch, dass auch wenn der coolste Dev, der absolute Pro am Joystick ist, glaube ich schon, dass ich mit dem Ding hier der Idris ganz gut entfliehen und ausweichen kann. Also ich denke mir schon, zum Angucken ist es okay. Da werden auch genug andere Spieler sein, mit denen sich die Devs dann eher rumschlagen. Was das Landen nachher betrifft, naja, das gucken wir mal. Wie gesagt, wenn da 10 Spieler ankommen, mit 10 verschiedenen Schiffen, und alle versuchen, in den Hangar zu fliegen, dann wird es da voll drin. Aber es ist ja alles noch nicht klar. Es ist ja noch nicht klar, ob das Ding überhaupt, wie gesagt, ob es offen ist, also ob man da einfach reinfliegen kann und ob dann der Fokus auf dem FPS liegen soll oder ob das Ding erstmal überhaupt lahmgeschossen werden muss, also mit EMP quasi ausgeschaltet werden muss. Das ist ja alles noch nicht, weiß ja keiner.
bin ich also relativ Objective Complete Subdue Bounty. Aha. Okay, ich halte die Kiste mal an. Irgendjemand hat den umgebracht. Und insofern kann ich gleich wieder zurückfliegen. Lass aber kurz gucken. Irgendjemand hat den umgebracht. Und, lass gucken. Jo, der ist hinüber. So, damit wäre die Sache erledigt. Das heißt, wir können wieder zurück. Was ist denn das hier? Das ist hier Empty Protection, Blackjack City, Hurston Dynamics. Das können wir mal machen hier. Accept Offer. So, das müsste jetzt quasi, kann ich wieder zurückfliegen. Hui. Also, was heißt hui? So. Last Known Position. So. Ab nach Hurston wieder. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Einmal hin, einmal her. Hi, Sasa, das ist nicht schwer. Ja, 23. bis 27. Heute ist der 24. Ich nehme mal an Ami-Zeit. Also ist eine merkwürdige Zeit, weil geht dann vom 23. Das wäre ein Samstag. 24. wäre Sonntag. Nee, oder? Heute ist der 24. ist der Samstag. Morgen wäre der 25. Aber dann 26. und 27. wären Montag und Dienstag. Und das ist eine merkwürdige Zeit. Don't turn off the shields. Don't turn off the shields. Someone could be jerking, fooling around with tractor beams. Ja. Engine ist to turn off, finde ich sinnvoll, weil man weiß nie, was das Schiff so macht. Ja, das habe ich auch schon mal erlebt, hat er recht. Die noch nicht mal die Engines aufmachen, da, wenn man dann das Schiff anstupst, dann tendiert es dazu, sich wegzubewegen. Aber naja. Also Schilder auf keinen Fall, sonst kommt einer mit dem SRV an und fängt an, dein Schiff abzuschleppen. Könnte unangenehm werden, je nachdem wie groß es ist. So, dann erschießen wir jetzt halt hier Herrn Grabowski. Können wir gleich mal gucken, ob ich noch kämpfen kann. Du konntest noch nie kämpfen! Das ist auch richtig. Da hat einfach irgendjemand meine Tracker-Permit-License-Mission gemacht. Na, wahrscheinlich, manchmal fliegen die Dinger auch einfach gegen Asteroiden, dann ist die dann geschafft. Aber, naja, das gucken wir dann mal. Man kann auch davon ausgehen, die Amis pennen ja jetzt gerade. Wir haben es nämlich 10 Uhr. Dass das überhaupt nicht hier stattfindet. Andererseits könnte man auch überlegen, dass vielleicht die sich denken, naja, für die Europäer und auf den europäischen Servern lassen wir mal auf die europäischen Devs, also die in Europa agieren, spielen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wer dann die Idris da fliegt und wann? Keiner weiß es. Nobody knows. Fliege ich hier mit dem Ding spazieren? Naja, eine Permit haben wir. Kann man eine Idris mit EMP, also gesetzt den Fall, man schafft es, die Schilder auszuschalten. Kann man die mit einem EMP lahmlegen? Viele der Spieler werden so drauf sein, die werden einfach gleich mit dem Retaliator kommen, die Dinger mit Torpedos bombardieren, bis das Ding in die Luft fliegt. Dann ist natürlich außer Spesen nichts gewesen, ne? So, sie haben ja in dem Post haben sie gesagt, das Interieur ist nahezu komplett von der Idris.
Nahezu komplett heißt er für mich so, naja. Es gibt sicherlich noch einige abgesperrte Bereiche auf der Idris. Aber einige, nee, zumindest die Brücke, die Spieler sollen sie ja fliegen können, zumindest die Brücke müsste zugänglich sein. Und einige Geschütze, oder die meisten Geschütze. Wir werden es sehen. Können wir alles noch nicht sagen. So, wo müssen wir hin? Natürlich hier um Ecken. Dann fliegen wir erstmal dahin. Das müsste ein OM-Punkt sein, jawohl. Comlink established. Okay, ich achte auf jede einzelne Meldung hier. So. Oh, da müssen wir hin. Sehr schön. Oder? Ja. Grabowski. Ist das eine PvP-Mission mit diesem Grabowski? Normalerweise haben die ja zwei Namen. Also zwei Namen. Naja, werden wir sehen. Wenn es ein Spieler ist, habe ich wenigstens Spaß. Und er auch. Grabowski. So, warte mal, wo soll er sein da? Obstructed. Natürlich ist es obstructed. Also ich bin der Meinung, das ist eine PvP-Mission. Bin mir da gar nicht so sicher. So, legen wir mal drum rum. Wo müssen wir hin? Ja, da war schon richtig. Ich meine, das Schlimme ist ja, dass diese Mission, die haben ja nicht unendlich viele Devs, ne? Und wir haben eine riesige Anzahl von Servern, behaupte ich mal. Das heißt, so eine Dev-gesteuerte Idris zu erwischen, das kann durchaus sein, dass das relativ schwierig ist. Also schwierig in dem Sinne, dass die recht selten ist. Ich muss mal kurz ein bisschen scannen hier. Ja, habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. So, dass die relativ selten ist. Damals, wo die Golden Tickets vergeben wurden. Oder die Platin-Tickets. Ich glaube, die Platin-Tickets waren es für die F8C. Das war ja auch... Ich habe in der ganzen Zeit keinen einzigen Dev gesehen, der so ein Platin-Ticket hatte. Sprich, das war relativ selten. Und das könnte hier jetzt natürlich genauso sein. So viele Devs haben die ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Fliegen wir da hin. Hallo Dingsbums. So. Ich fliege natürlich hier im Dustern rum. Das ist ganz toll. Wo denn? Ach da, entweder ist er hinterm Felsen, dann fliegt er gleich dagegen. Oder er ist vorm Felsen. Hallo, anderer Felsen. Dann kommt er gleich in meine Richtung. Grabowski. Das ist keine PvP-Mission. So, Grabowski. Flieg auf mich zu. Pass auf, gleich macht's Klatsch und dann ist er auch weg. Weil er nämlich gegen den Felsen fliegt. Wetten das? Ja, ja. Der zuckt schon so komisch. Ja, der ist irgendwie schon mal, ich glaube, der ist irgendwie schon mal dagegen geklönt.
Was macht der da? Aha. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Das ist ein, hier, was ist das? Irgendein Industrial-Schiff, das arme Ding. Ist das ein Frachtschiff? Das ist ein Frachtschiff. Guckt euch den armen Kerl an. Kuck, kuck. Tja. So, wir können es uns mal kurz angucken. Target destroyed, target destroyed. Contract complete. Ich guck nur kurz, ob er was... 4200, danke. Ob er irgendwas dabei hat. Es qualmt aber. Guck mal, der hat tatsächlich Sachen dabei, aber ich habe ja nur null Laderaum an dem Ding hier. Insofern, schade, schade, Schokolade. Beseitigen wir mal die Beweise. So. So, jetzt fliegen auch die Ladung in der Gegend rum. Eine ganze Menge. Wie gesagt, ist ein bisschen schade, dass ich nichts dabei habe. Naja. So, seit wann gibt es denn so eine Mission, so eine fiesen Kill-Mission? Haben wir da noch sowas? Die sind ja locker flockig. Nee, Trench machen wir nicht. Hier, VLRT. Auf Verhörsten. Ja, komm, zack. Zack, zack. Gib dem Flaggy. Alternativ nehme ich auch eine Idris. Hat irgendwie nicht geklappt, das annehmen. Oder? Jetzt hat es geklappt. Bisschen Schwund ist immer. So, den nehme ich euch noch mit. Und dann schauen wir mal, wo müssen wir hin? Muss ja hier irgendwo sein. Reach Targets Location. Wo ist die denn? Ah, einmal quer durch die. Okay. Magda! Die Leute sagen auch gar nichts mehr. Die sind alle ganz erpicht darauf, die Idris zu finden. Contract available in the wake of disaster. Ne, das ist nicht die Idris. Ich warte ja auch, dass vielleicht sowas kommt, dass irgendwo eine Nachricht kommt. How to do player bounties. Ja. Ganz harmlos. Suspect irgendwas criminal Dingsbums heißt das. Und dann darf man die suchen. So, wie kommen wir denn da hin? Da? Ist das ein OM-Punkt? Jo, sehr gut. Ich komme auf den Namen nicht. Raft, so hieß das Ding. Also die Raft eben war schon merkwürdig. Seit wann gibt es denn Bounties, wo man eine arme Raft beseitigen muss? Kann natürlich auch sein, dass wir hier die ganze Sache machen, ohne ein einziges Mal die Idris zu sehen, aber naja. So, haben wir jetzt hier naja, auch keine bessere, auch kein besseres Sichtfeld. Ein bisschen heller ist es vielleicht. Ja, ich liebe es. I've done like 6 already. Hm, das klingt nach einem absoluten Frischling, oder? So, 24 Kilometer noch. Mal sehen, was es diesmal ist. Also, was mir gerade schon aufgefallen ist, die Kapazitoren von der Dings sind verdächtig. Mach das mal aus hier. Naja. Die Kapazitoren sind verdächtig klein. Also man kann relativ wenig schießen. Aber man kann nicht alles haben. Neutralized. So, da vorne ist er. 14 Kilometer scheint was Größeres zu sein.
vorbei. Nee, ist ja noch nicht in Sichtweite. So, wir fliegen mal hier rüber. Bogey. What is it? A cutter. niedlich. Vielleicht schickt er mir ein paar Raketen entgegen. Wobei, ist schlecht zu treffen, ne? So klein wie er ist. Ja, ja. Piu, piu. Hast du mir auf mich geschossen, du Nasenbär? Der wird getroffen bei mir? Ich bin mir nicht sicher. So, rums. Schau, da ist Nummer 2. Den soll ich neutralisieren. Was ist das? Ach, eine Aurora, guck mal. Hier geblieben. Das ist so eine Kampfmaschine hier. Das war er. Was sagt er? To be honest, not done for any long time, but they show up on mine. Not on the lower one. So, gucken wir mal nach. Was haben wir denn noch? 4200 waren das immerhin. Gucken wir mal nach. Ja, ich werde hier noch ein bisschen rumfliegen und hoffen, dass ich vielleicht den ein oder anderen Hinweis kriege, wann und wie diese Aldris Geschichte denn abläuft. Hier, den nehmen wir mal noch. Wie diese, was ist denn diese Tracker? Das können wir auch gleich noch machen. Ne? Das ist, ja, wahrscheinlich ist das wieder irgendwo am Popo der Welt. Tracker Beginner Certification. Track das mal bitte. Ach, tut er schon. Und ich werde euch dann auf dem Laufenden halten und wenn eine Aldris auftaucht, dann sei euch Bescheid. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi.